Ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich. Ich freue mich, dass eine ganze Reihe offensichtlich auch von Neuen dabei sind. So dass Margit meint, ich solle mich auch noch mal kurz vorstellen. Also mein Name ist Karl Friedrich Fischbach. Ich sitze hier im Moment in Merzhausen bei Freiburg. In Freiburg selber war ich an der Uni und habe an Neurogenetik geforscht und gelehrt. Und ich freue mich, dass ich heute über dieses Thema, wie frei ist unser Wille, sprechen kann. Ich kann hoffentlich heute mit den unterschiedlichen Erwartungen zurechtkommen. Wir haben im Seniorentreff im Internet ja ein sehr heterogenes Publikum und darüber bin ich im Grunde sehr froh und auch sehr stolz darauf. Aber das bedeutet natürlich, dass ich bei so einem Vortrag davon ausgehen muss, dass sich noch nicht jeder bisher mit der Thematik ausführlich beschäftigt haben wird. Ich verspreche aber, dass ich mir Mühe gebe, möglichst gut zu erklären. Und nachher in der Diskussion wird es sicherlich auch die Möglichkeit geben, offen gebliebene Fragen noch zu beantworten. Ich selber hatte das Glück, während meiner Ausbildung und beruflichen Laufbahn verschiedenen Hochschullehrern zu begegnen, die sich intensiv mit der Freiheit des Willens beschäftigt haben und mit denen ich dieses Thema ausgiebig und sehr oft auch sehr kontrovers diskutiert habe. So danke ich zum Beispiel meinem Kollegen Rainer Hertel aus Freiburg, von dem ich wertvolle Hinweise und Gedanken zur historischen Diskussion der Thematik übernommen habe. Dankbar bin ich auch meinen Lehrmeistern, Professor Bernhard Hassenstein und Martin Heisenberg, mit denen ich mich zum Thema des freien Willens sehr oft austauschen konnte. Beginnen würde ich gerne mit drei ganz einfachen Fragen. Was ist der Wille? Was sind Ziele? Was ist eine Entscheidung? Der Begriff Wille bedeutet, dass ein autonomes System interne Zielvorstellungen für sein Handeln hat. Also der Begriff Wille bedeutet, dass ein autonomes System interne Zielvorstellungen für sein Handeln hat. Was sind Ziele? Elementare Ziele sind einprogrammiert bei Lebewesen. Sind die primären Bedürfnisse das Verlangen nach Überleben, nach Nahrung, nach Wasser, nach Sex, die wichtigsten Antriebe, die wichtigsten Ziele? Auch bei technisch autonomen Systemen werden feste Zielvorstellungen implementiert oder man sagt auch einprogrammiert. Was ist jetzt eine Entscheidung? Unter einer Entscheidung versteht man die Auswahl einer Handlung aus mindestens zwei vorhandenen potenziellen Handlungsalternativen unter Beachtung der übergeordneten Ziele. Das heißt, auf dem Weg zu einem Ziel hat man sehr oft verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Wege. Am anschaulichsten wird das vielleicht, indem man sich einen Entscheidungspfad anschaut. Also wir könnten zum Beispiel, jeder hat inzwischen wahrscheinlich Erfahrung auch mit Navigationssystemen im Auto. Man gibt ein Ziel an und dieses Navigationssystem entscheidet dann bei jeder Weggabelung, welches die beste Wahl ist, damit man das Ziel auf möglichst kurzem Wege erreichen kann. Solche Entscheidungspfade müssen aber jetzt nicht unbedingt
zu räumlichen Zielen führen. Man kann sich auch einen Bildhauer vorstellen, der jedes Mal, wenn er den Meißel ansetzt, überlegt, an welcher Stelle er nun etwas wegklopfen muss, damit er sich seinem Ziel, der Figur, die er aus einem Stein herausmeißeln will, nähern möchte. Das heißt, es kann auch an ortsfest, derjenige, der handelt, kann ortsfest sein und an diesem Ort irgendein Ziel verfolgen. Und von der Logik her kann er auch Entscheidungen treffen auf dem Weg zu seinen Zielen. Ich habe ja an der Universität mit Fliegen gearbeitet. Das sind simple Insekten und ich hatte große Mühe, meine Mutter davon zu überzeugen, dass Fliegen auch ein Gehirn haben. Sie haben auch einen Willen, das möchte ich mal demonstrieren, damit eben diese Begriffe Wille, Ziele, Entscheidungen, die sind nicht auf den Menschen beschränkt, sondern die können wir auch auf Tiere anwenden. Ich habe hier einen kleinen Film von meinem Kollegen Roland Strauss aus Mainz. Und zwar haben wir es hier mit einer Fliege zu tun, deren Flügel gestutzt wurde. Die kann also nicht mehr fliegen. Die ist allerdings, wie wir gleich sehen werden, extrem motiviert, das andere Ufer oder diese Spitze hier zu erreichen. Und wir sehen, dass sie ganz ähnlich wie so ein Freeclimber allen Willen daran setzt, nicht abzustürzen und ihr Ziel zu erreichen. Diese Fliege, wir wissen, dass Fliegen auch spontanes Verhalten zeigen. Das heißt, sie haben auch die Wahl zwischen Verhalten zu zeigen oder nicht zu zeigen. Und wir können nicht aufgrund äußerer Reize immer sagen, wie sie sich entscheiden wird. Aber hat sie eine freie Entscheidung, das mögen wir anzweifeln. Wir verstehen eigentlich unter freier Entscheidung auch etwas anderes, nicht unbedingt instinktgetriebenes Verhalten, sondern dass wir eine Auswahl haben von mindestens zwei vorhandenen potenziellen Handlungsalternativen und dass wir in der Lage sind, die Wahl zwischen diesen Handlungsalternativen zu treffen, ohne äußeren oder inneren Zwang, allein aufgrund einer Abwägung der Handlungsfolgen in einem inneren Weltmodell. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber stellen Sie sich vor, Sie überlegen sich die nächste Urlaubsreise, Sie planen dann sozusagen im Kopf, was würde das beste Ziel für die nächste Urlaubsreise sein? Und das ist unter Umständen ein Abwägungsprozess, der relativ lange dauert und der sehr viel Nachdenken von Ihnen verlangt. Diese Art von Entscheidungen, die man zunächst mal auch in einem inneren Weltmodell durchspielt, an einem Modell der Welt, die man im Kopf hat, die ist auch nicht nur auf den Menschen beschränkt, sondern die ist zumindest auch in höheren Tieren zu beobachten. Wichtig ist noch, eine freie Entscheidung ist für uns nur dann gegeben, wenn es keinen äußeren und keinen inneren Zwang gibt. Und einem äußeren Zwang würden wir zum Beispiel die Pistole auf der Brust verstehen, wenn jemand uns auffordert, irgendetwas zu tun und uns keine Möglichkeit lässt, sich dem zu widersetzen, wenn wir also gezwungen werden. Das kann so ein äußerer Zwang sein. Aber
Es gibt auch inneren Zwang. Es gibt zum Beispiel die Sucht nach Schokolade oder nach Süßigkeiten. Und jeder, der eine solche Sucht verspürt, der kann auch ein Lied davon singen, dass dann häufig die Entscheidungen nicht wirklich frei sind, die er trifft. Auch Zeitdruck kann Unfreiheit schaffen. Grob gesagt ist ein Mensch verantwortlich und vor dem Amtsgericht voll schuldfähig, falls er nicht von biologischen Zwängen überwältigt und nicht von Drogen überschwemmt ist, falls er also Zeit und Raum zum Überlegen und zum Planen seiner Handlung hat. Auch Zeitdruck ist Unfreiheit. Wir benötigen Muße, um wichtige Entscheidungen frei treffen zu können. Wir benötigen Zeit, um die Konsequenzen unseres Handelns in einem inneren Modell der Welt in Gedanken durchzuspielen. Und diese Fähigkeit des Planens gibt es auch zum Beispiel in Menschenaffen. Die freie Entscheidung ist ein Produkt der Evolution und eng verknüpft mit Intelligenz und dem Lernen aus Einsicht. Wir sehen hier zum Beispiel zwei Kapuzineräffchen, denen in so engen Röhren leckerer Joghurt angeboten wurde. Die haben sich das angeschaut. Und dann nach einiger Zeit sind sie auf die Idee gekommen, sich diese Stöcke zu nehmen und die in den Joghurt einzutauchen, und sie lecken das dann ab. Und da haben sie vorher davor gesessen und aber erst nachgedacht. Sie haben diese Lösung nicht sofort gekannt. Sehr gut ist auch hier an einem Versuch mit Schimpansen zu beobachten, wie das Durchspielen von Handlungen im Kopf ablaufen kann. Wenn man im Schimpansenkäfig in großer Höhe eine Banane anbringt, sodass sie durch Springen nicht erreichbar ist, erzeugt man bei den Schimpansen zunächst große Verärgerung. Dann ziehen sie sich schmollend zurück, lassen aber die Banane nicht aus dem Auge. Und der trickreiche Versuchsleiter, der hat natürlich in diesem Käfig auch einige Utensilien verstreut, die eventuell den Schimpansen nützlich werden könnte, diese Banane, dieses Ziel zu erreichen. Und die Blicke gehen dann plötzlich zwischen diesen Kisten und der Banane hin und her. Und einer der Schimpansen ergreift dann die Initiative, stapelt die Kisten aufeinander, hüpft hoch und greift sich die Banane. Und wir sehen sehr schön, wie der andere zuschaut und sozusagen durch das Zuschauen auch lernt, wie man solch ein Problem lösen kann. Wir alle kennen solche Problemlösesituationen sehr gut. Und solange wir psychisch gesund sind und kein eifriger Wissenschaftler oder Theologe uns einzureden versucht, dass nach Abwägen der Möglichkeiten getroffene freie Entscheidungen lediglich Illusionen seien, solange sind wir uns sicher, wir haben und kennen unseren Willen und erleben uns derart, dass wir über unser Tun bei Vorliegen der Bedingungen, die ich oben genannt habe, frei entscheiden können. So gesehen besteht eigentlich kein Anlass, daran zu zweifeln. Und die Frage müsste eher lauten, wie kommt es, dass diese persönlich erfahrbare Fähigkeit des freien Willens überhaupt in Frage gestellt wird? Wenn man dieser Frage nachgeht, zeigt sich dann sehr schnell, dass in langen kulturgeschichtlichen Prozessen diese Frage in andere Sphären projiziert wurde, in philosophische, religiöse, psychologische und neuerdings auch in neurobiologische und dort mit anderen Erfahrungskonstrukten wie Determinismus, Prädestination und Automatismus kollidiert und zu den bekannten Verdrießlichkeiten führt.
Sehr alt ist die Vorstellung, dass alles menschliche Geschick von den Göttern abhängt, die unser Schicksal lenken. Vielen von uns ist wahrscheinlich die Sage von Ödipus vertraut. Trotz aller Mühen gelingt es ihm nicht, seinem von den Göttern bestimmten Schicksal zu entkommen. Er tötet schließlich seinen Vater und heiratet seine Mutter, obwohl sein leiblicher Vater und er selbst eigentlich alles getan haben, um diesem prophezeiten Schicksal zu entgehen. Und springen wir von der Antike in die beginnende Neuzeit, genauer in die Reformationszeit, ins Jahr 1552. Da hat Calvin seine Prädestinationslehre formuliert. Calvin war ja einer der Reformatoren. Und wir sollten seine Aussage genießen. Gott hat die Menschen geteilt in Auserwählte und Verdammte. Letztere sind auf dem Weg in die ewige Hölle. Diese Entscheidung ist vor der Schaffung des Universums getroffen worden und somit erst recht vor der Geburt des einzelnen Menschen sowie vor irgendwelchen Entscheidungen, die der Mensch in seinem Leben trifft. Man kann sich jetzt natürlich die Frage stellen, wie kann jemand auf solch eine Idee kommen, dass alles vorherbestimmt ist und der Mensch im Grunde keine Entscheidungsfreiheit hat? Nun, der Grund ist einfach der, man hat Gott Allwissenheit zugebilligt. Wenn jemand alles weiß, also auch weiß, was in der Zukunft alles passiert, kann es ja nicht sein, dass wir Entscheidungsfreiheiten haben. Dann ist ja alles vorherbestimmt. Das ist eben das große Problem, das durch die Religion, durch die Götter in die Welt gebracht worden ist. Auch dieser Kismet-Glaube, da sind ja nicht nur die Christen von betroffen, sondern da waren eben auch die alten Griechen schon von betroffen, wie ich gesagt habe. Wenn man daran glaubt, dass alles Schicksal ist, dann hat man selber keine freie Entscheidung. Aber das ist natürlich kein Leben, das Spaß machen würde und auf das wir uns freuen können würden. Aber auch philosophische Vertreter haben im Grunde an diese Vorherbestimmung geglaubt. Zum Beispiel Leibniz sagt, die ganze Zukunft ist bestimmt, daran besteht kein Zweifel. Aber da wir nicht wissen, wie sie bestimmt, was vorgesehen oder beschlossen worden ist, so müssen wir unsere Pflicht tun, nach der uns von Gott gegebenen Vernunft und nach den uns von ihm vorgeschriebenen Regeln. Leibniz war ja schon quasi im Übergang in die Neuzeit, wo dann auch zunehmend die Naturwissenschaften ins Spiel gekommen sind. Und wenn jetzt jemand glaubt, dass die Naturwissenschaften dann diesem Kismet-Glauben oder dieser Prädestination einen Garaus gemacht haben, der hat sich zunächst mal sehr stark geirrt. Denn die Naturwissenschaftler glaubten und glauben ja an die Kausalität. Und es war Pascal, der zum Beispiel gesagt hat, dass die Kausalität alle zukünftigen Zustände der Welt festlegt. Er lebt im 18. Jahrhundert und er sagte Folgendes: Wir müssen also den gegenwärtigen Zustand des Universums als Folge seines früheren Zustandes ansehen und als Ursache des Zustandes, der danach kommt. Und aufgrund dieses Glaubens hat er sein Laplace'schen Dämon konstruiert, sein Gedankenkonstrukt.
Dies ist eine fiktive Intelligenz, die alles weiß und deshalb die Zukunft kennt. Wir sehen also, dass die Naturwissenschaft nicht zu einer Lockerung der Prädestination geführt hat, sondern im Grunde genommen zu ganz ähnlichen Schlussfolgerungen kam wie Calvin. Erst im 20. Jahrhundert kam es zu einer Lockerung des Kausalgesetzes durch die Heisenbergsche Unschärferelation. Werner Heisenberg wies 1927 nach, dass Ort und Impuls eines Elementarteilchens nicht gleichzeitig bekannt sein können. Die Ursache dafür ist die, dass man bei jedem Messvorgang mit dem Objekt, das man ausmisst, interagiert. Und wenn das ein Elementarteilchen ist, dann wird die Wechselwirkung des Messprozesses relativ gesehen so stark, dass eben das Objekt, das ausgemessen werden soll, durch den Messprozess gestört wird. Man muss sich eben konzentrieren, entweder auf den Ort eines Elementarteilchens, den kann man bestimmen, aber dann kann man seinen Impuls nicht messen, oder man konzentriert sich auf seinen Impuls, seine Bewegungsenergie, und dann kann man den Ort nicht messen. Damit ist die Entwicklung der Welt theoretisch nicht voraussagbar. Ein Laplace'scher Dämon, der alles wissen könnte, ist damit ausgeschlossen. Die meisten Wissenschaftler gehen davon aus, dass diese Unschärferelation nicht nur bedeutet, dass man die Kausalität in den kleinsten Teilchen, in den kleinsten Details, also nicht beweisen kann, sondern man geht davon aus, dass in den kleinsten Teilchen die Kausalität auch nicht existiert. Und ein Beispiel für einen dann nicht gesetzmäßig, sondern das Gegenteil von gesetzmäßig ist zufällig. Ein Beispiel für einen zufällig ablaufenden Prozess ist der atomare Zerfall. Wir wissen alle, dass wir beim atomaren Zerfall mit Halbwertszeiten rechnen. Das heißt, wenn wir eine gegebene Menge des Isotops von einem Element haben, dann zerfällt das mit einer charakteristischen Halbwertszeit. Wenn man jetzt ein bestimmtes Elementarteilchen allerdings betrachtet, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es verfällt, nun nicht mit seinem Alter, sondern die Halbwertszeit von einem gegebenen Elementarteilchen ist statistisch gesehen in jedem Moment identisch zu dem Moment, der vorher war. Das bedeutet, der atomare Zerfall ist ein echter Zufallsprozess. Dies hat jetzt teilweise bei Philosophen und auch bei Physikern zu Jubelarien geführt, weil man dachte, oh, jetzt haben wir die Grundlage des freien Willens entdeckt. Tatsächlich ist es ja so, dass wegen der Heisenbergschen Unschärferelation es tatsächlich nicht möglich ist, die Zukunft im Detail vorherzusagen. Das heißt, Zukunft ist grundsätzlich offen. Aber ist der Zufall, zum Beispiel der atomare Zerfall, die Zufälligkeit der Quanten tatsächlich die Ursache für unsere freien Entscheidungen? Darüber gab es eine lange Diskussion.
Ich möchte jetzt deswegen als nächsten Punkt den Punkt machen, dass alle Versuche scheitern müssen, die Willensfreiheit auf akausale, atomare oder subatomare Abläufe zurückzuführen. Also Immanuel Kant hat ja zwischen dem Kausalgesetz und der menschlichen Willensfreiheit einen Widerspruch gesehen. Er bemühte sich deshalb, in einer dualistischen Sicht der Dinge den menschlichen Willen aus der Welt der sichtbaren Phänomene herauszulösen. Deshalb waren viele Philosophen und auch Physiker der Meinung, dass tatsächlich die Heisenbergsche Unschärferelation die Lösung des Problems bilden könnte. Der bekannteste Verfechter dieser Vorstellung war der Physiker Pascal Jordan. Er entwickelte eine sogenannte Verstärkertheorie der Organismen. Demnach sollten Lebenszentren nicht makrophysikalischer Kausalität unterworfen sein, sondern in der Zone mikrophysikalischer Freiheit liegen. Einzelne Quantensprünge bestimmter einzelner Moleküle der Zelle steuern entscheidend ihre gesamten Lebensfunktionen, so hat er postuliert. Ein Organismus, das ist jetzt ein Zitat, wird nach dieser Theorie im Einzelfall akausal reagieren. Jordan sieht offensichtlich im akausal reagieren den Kern der Willensfreiheit. Dementsprechend hat er den Satz formuliert in L'Homme Machine, diese Behauptung ist schlichtweg unrichtig, also der Mensch ist keine Maschine. Und für uns, das werden wir später sehen, ist das gleich im doppelten Sinne irreführend. Aus heutiger Sicht kommen uns die jordanischen Vorstellungen seltsam und absurd vor. Und unter Biologen, die Biologen hatten eigentlich nur beißenden Spott dafür. Aufgrund der Heisenbergschen Unschärferelation kann niemand die Zukunft exakt vorhersagen. Der Determinismus bis ins Kleinste ist unbeweisbar. Die Frage jetzt, öffnet die Heisenbergsche Unschärferelation damit das Tor zur Freiheit? Hassenstein sagt ganz klar, nein, denn der Zufall ist ein Gegenspieler der Freiheit. Und das möchte ich eigentlich an einem ganz einfachen Experiment jetzt mit den Zuhörern hier im Vortrag testen. Und zwar, ich bitte darum, virtuell sich den Bildschirm, den ich hier zeige, in zwei senkrechte Hälften zu teilen. Wenn jetzt gleich ein roter Punkt links erscheint, hebt bitte die linke Hand. Wenn ein roter Punkt auf der rechten Seite erscheint, hebt die rechte Hand. Diese Punkte reflektieren atomare Zerfälle, die jetzt zufällig irgendwo auf dem Bildschirm verteilt aufblitzen. Und wurde da jetzt die Freiheit gespürt, wenn man sich sozusagen diesen Quantensprüngen unterworfen hat und die Hände entsprechend gehoben hat, wenn irgendwo zufällig ein Licht aufgeleuchtet ist? Also ich glaube, es wird jedem deutlich, wir sind nicht die Hampelmänner unserer Quanten. Und der Bernhard Hassenstein hat dazu ein nettes Gedicht geschrieben. Und das lese ich mal vor. Ein Wirkungsquant fliegt durch das Dorf. Es sucht das Hirn des Herrn von Korff. Es findet dort in dem Gewühl ein ganz bestimmtes Molekül. Von Korff ist grad in schwerer Not. Es wusst ich oder Käsebrot. Randbemerkung, das ist die Entscheidung, die er zu treffen hat. Das Quant, das wirft sich in die Brust. Du glaubst, du willst, allein du musst.
nie kannst die Freiheit du erringen, doch ich bin frei und kann dich zwingen. Elektron 9 sprach, spring mich doch, das Quant, ich überleg's mir noch. Dann hat durch S Elektron 8 einen akkausalen Sprung gemacht. Von Korff nahm daraufhin spontan die Wurst und fing zu essen an und nahm die Sache ganz im Stillen dann als Beweis für freien Willen. Dem Quant hat das den Rest gegeben, freiwillig schied es aus dem Leben. Also wie gesagt, die Biologen haben diese Physikertheorien, dass Organismen und auch Menschen ihre Entscheidungen aufgrund von Zufällen treffen, nur ironisch auf die Schippe genommen und nicht ernst genommen. Der Zufall ist ein Gegenspieler der Willensfreiheit. Denn Willensfreiheit ist untrennbar mit Verantwortung verbunden und wir schätzen an unseren Freunden ja nicht die Sprunghaftigkeit, sondern die Verlässlichkeit. Und tatsächlich bestätigt die Neurobiologie ja auch, dass unsere Entscheidungen nicht zufällig zustande kommen. Einige Neurobiologen behaupten sogar, dass Entscheidungen gefällt werden, bevor sie uns bewusst werden. Dazu kommen wir dann noch. Ein paar Worte zum Gehirn möchte ich doch verlieren. Das Gehirn ist ein informationsverarbeitendes System. Wir sehen hier ein menschliches Gehirn. Da fehlt eine Hemisphäre, die ist herausgenommen, damit man sozusagen reinschauen kann. Wir wissen, dass dieses strukturierte Gehirn, das aus eindeutig sehr vielen unterschiedlichen Strukturen besteht, aus winzigen Nervenzellen aufgebaut ist und davon gibt es Milliarden. Und es war ein Spanier, Santiago Ramón y Cajal, der mit Hilfe von Golgi-Zeichnungen beginnend im 19. Jahrhundert angefangen hat, die Zellen in den menschlichen Gehirnen, aber auch in vielen tierischen Gehirnen zu charakterisieren. Und er hat letztlich zeigen können, dass unser Gehirn ein sehr dichtes Nervengeflecht darstellt. Dieses Nervengeflecht funktioniert zumindest teilweise elektrisch, zumindest erzeugt es elektrische Ströme. Seit nicht einmal 100 Jahren gibt es das Elektroenzephalogramm am Menschen. 1875 zeigte Richard Carton in Liverpool, dass die Gehirne von Affen und Kaninchen schwache in der Hirnrinde entstehende elektrische Ströme erzeugen, die sich durch Sinnesreize beeinflussen lassen. Carton gilt seither vor allem im angloamerikanischen Bereich als der Begründer der Enzephalographie. Der Begriff Elektroenzephalographie wurde allerdings in Deutschland zuerst gebildet, und zwar von dem Neurologen Hans Berger 1924 in Jena. Eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung der Enzephalographie wurde hier in Freiburg geschrieben. Und zwar von einem Schüler von Professor Jung. Das war der Dozent Helmut Kornhuber, der mit seinem Doktoranden Lüder Deke, und das sage ich jetzt für die Freiburger, die hier sind, im Gasthaus Schwanen in Herdern zum Mittagessen war und da die Idee entwickelt hat, wie man solche Messungen von Elektroenzephalographie experimentell
nützen könnte, wie man testen könnte, ob solche Gehirnströme im Zusammenhang damit stehen, was ein Mensch tut. Und sie sind dann ins Labor geeilt und haben Probanden, also menschliche Testpersonen, trainiert, spontane Fingerbewegungen auszuführen und haben gleichzeitig das Elektroenzephalogramm aufgenommen und am Muskel haben sie ein Myogramm aufgezeichnet. Also wenn der Muskel sich bewegte, wurde das auch auf so einem Drucker aufgezeichnet. Es gab also zwei Messwerte. Einmal die Bewegung, wann der Finger gemessen wird, und das andere Mal hat man einfach in das Elektroenzephalogramm hineingeschaut. Und das Ergebnis war, deutlich vor einer spontanen Fingerbewegung sieht man schon elektrische Aktivität im Kopf. Und das ist hier dann dargestellt. Der blaue Pfeil zeigt den Zeitpunkt, also man hat sehr viele Aufzeichnungen des Elektroenzephalogramms gemacht und 0 Sekunden ist die Zeit, wo der Muskel von dem Finger, den man gebeugt hat, aktiv wurde. Und da sieht man, dass schon bevor der Muskel bewegt wird, deutlich vorher, etwa 500 Millisekunden vorher, beginnen die Hirnströme Veränderungen zu zeigen. Und das nennt man Bereitschaftspotenzial. Das heißt, im Gehirn, wo der Gedanke entsteht, den Finger zu krümmen, wird schon dieses Fingerkrümmen vorbereitet. Und das kann man in der elektrischen Signatur des Gehirns, das man mit dem Elektroenzephalogramm abgreift, sich anschauen. Das kann man da deutlich und sichtbar machen. Das war jetzt ein ganz wichtiges Experiment. Aber dann kam ein Herr Libet, ein Benjamin Libet, und der bestimmte jetzt noch einen weiteren Messpunkt. Er bestimmte nämlich den Moment der bewussten Entscheidung. Und dieses berühmte Experiment hat er 1979 durchgeführt. Und dieses Menschen, das hier diesen Hut, diese Elektroden am Kopf hat, das ist mit den Elektroden an dieses Gerät hier, an dieses EEG-Gerät angeschlossen. Gleichzeitig ist hier der Finger, wenn der bewegt wird, dann wird die Muskelaktivität gemessen, ist hier das Elektromyogramm wird gemessen. Und gleichzeitig hat nun der Libet diesen Oszillographen, den er als Uhr benutzt hat, in das Labor dazugestellt. Auf diesem Bildschirm des Oszillographen lief ein heller Lichtpunkt mit etwa der Periode von 2,6 Sekunden, lief hier ein heller Lichtpunkt rum. Wir sehen das hier. Und das wurde jetzt als Uhr verwendet, weil nämlich der Proband sollte sich jetzt merken, an welcher Uhrzeit dieser Lichtpunkt gerade vorbeigeflitzt ist, als er sich bewusst wurde, dass er jetzt den Finger krümmen will. Das interessante Ergebnis bei diesem Experiment war, dass das Bereitschaftspotenzial 500 Millisekunden bevor der Muskel sich bewegt, ja, hatten wir ja eben gesehen, schon sichtbar ist. Das heißt, ein Beobachter von außen könnte allein an dem EEG eventuell schon
die Information ableiten, dass jetzt hier gleich der Finger gekrümmt wird. Und es ist bewusst der Moment, wo der Mensch sich dessen bewusst wird, liegt zwischen diesen 500 Millisekunden und dem tatsächlichen Bewegen des Fingers. Das ist hier gezeigt. Das ist nämlich nicht der blaue Pfeil. Der blaue Pfeil ist der Beginn des Bereitschaftspotenzials. Der rote Pfeil zeigt die Zeit, zu der die Menschen sich glaubten, bewusst geworden zu sein, dass sie jetzt diese Fingerbewegung durchführen möchten. Dem Libet hat das überhaupt nicht behagt. Der hat überhaupt nicht glauben wollen, dass das Bewusstsein erst einsetzt, nachdem die Gehirnaktivität das Bereitschaftspotenzial begonnen hat. Aber er musste letztlich akzeptieren, dass keiner seiner Probanden sich bewusst wurde, bevor irgendetwas im Elektroenzephalogramm sichtbar wurde, sondern immer erst danach. Ja, man kann das heutzutage mit modernen Methoden, kann man das nachmachen. Zum Beispiel, man kann die Probanden in einen Tomographen schieben, wo Magnetresonanz gemessen wird. Das ist ja ein bildgebendes Verfahren, wie sich hier die Durchblutung ändert. Das heißt, die Durchblutung in diesen Gehirnarealen beginnt sich vor der bewussten Entscheidung zu verändern. Und man kann den Ort der bewussten Entscheidung dann auch lokalisieren, hier im vorderen Kortex. Also das sind modernere Methoden, mit denen man dieses Libet-Experiment inzwischen nachbauen kann. Und deshalb behaupten einige Neurobiologen auch heute wieder, der freie Wille sei nur eine Illusion. Das heißt, er sei ein Gefühl, der uns das Gefühl, ein gutes Gefühl gibt, aber im Grunde genommen habe unsere Entscheidung schon viel früher stattgefunden. Viel früher, also einige Millisekunden früher. Zum Beispiel Wolfgang Singer sagt, wir tun oder lassen, was wir tun oder lassen, entscheidet nicht unser unabhängiger Wille. Es hängt vielmehr davon ab, von angeborenen Möglichkeiten, Erziehung und anderen Umweltfaktoren, die Strukturen und Verschaltungen in unserem Gehirn prägen. Was wir tun, ist Folge des unmittelbar vorausgehenden Zustands unseres Gehirns, von dem wir nur wenige Variablen bewusst korrelieren. Wolfgang Singer und auch Gerhard Roth machen natürlich wichtige Punkte in ihren Texten zu dieser Problematik. Es steht außer Frage, dass Entscheidungen sehr häufig auch von unbewussten Variablen beeinflusst werden. Aber grundsätzlich ist es meines Erachtens nicht legitim, von Experimenten, die unter solchen Laborbedingungen erfolgen, zu schließen, dass unser Bewusstsein nichts anderes ist als ein Epiphänomen, das uns ein gutes Gefühl gibt. Die freie Entscheidung, über die ich ja eben schon im Tierexperiment mit den Schimpansen geredet habe, das sind ja gerade Entscheidungen, die eigentlich nicht in solchen Stresssituationen wie im Labor geschehen, sondern in einer Situation, wo wir die Zeit gegeben bekommen, lange über Dinge nachzudenken, wo dann das, was wir uns überlegt haben und im inneren Weltmodell durchspielen, auch sozusagen dieses innere Modell ja verändert. Und wenn ich nur daran denke, wie lange ich darüber nachgedacht habe, was ich mal studieren will, das ist ja kein Prozess, der in Millisekunden abläuft. Das ist ein Prozess, der über
Monate abgelaufen ist. Oder wenn ich mir überlege, wie lange ich mir überlegt habe, welche Frau ich heirate. Das hat auch seine Zeit gedauert und war keine Sache von Millisekunden. Und das sind natürlich dann Feedback-Loops vorhanden. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass unser Gehirn im Wesentlichen die meisten Inputs aus sich selber heraus erhält und am meisten mit sich selber beschäftigt ist und nur ab und zu Informationen von außen dann dazugenommen werden. Aber die meiste Zeit denkt dieses Gehirn über sich selber nach und wälzt die Gedanken in seinem Kopf. Und in meinen Augen ist es nicht legitim, aus dem Experiment von Libet und aus den Versuchen mit den Tomographen zu folgern, dass der Bewusstseinsprozess selber keinerlei Funktion für unsere Entscheidungen hat. Also um das nochmal auch hier visuell zu zeigen oder zu verfestigen, beim Libet-Experiment sind aber die objektivierbaren Bedingungen für das Gefühl der freien Entscheidung nicht gegeben. Die Auswahl eines Ferienziels oder Ehepartners ist etwas anderes als ein Knopfdruck im Labor und involviert lange Zeiträume des bewussten Überlegens. Ich bin das Kausalgeflecht, das handelt. Wenn ich das Gefühl habe, frei zu sein, dann handle ich auch frei und dann bin ich verantwortlich. Jedenfalls würde dies jedes Amtsgericht so entscheiden. Wir lassen vieles für die Diskussion offen. Ich möchte aber auf jeden Fall noch zwei Themen zumindest kurz anreißen. Die Tatsache, dass wir kausal funktionieren, ist in meinen Augen kein Widerspruch dazu, dass wir freie Entscheidungen treffen können. Weil freie Entscheidungen werden in der Welt unserer Gedanken gemacht. Und das ist sozusagen auf der Ebene der Programme, die in unserem Gehirn ablaufen. Und unsere Programme sind nicht mehr unterliegen oder haben sehr viele Freiheiten, die und sehr viele Fesseln entledigen können, weil wir können uns ja der Fesseln und der Zwänge, die uns versuchen zu beeinflussen, Entscheidungen in eine bestimmte Richtung zu fällen, diesen Zwängen können wir uns bewusst werden und können das dann wieder dazu verwenden, eventuell unsere Entscheidung zu modifizieren. Das heißt, es gibt unendliche Iterationen bei langwierigen, wichtigen Entscheidungsprozessen. Trotzdem sind wir in gewisser Weise vorhersagbar. Es gibt heute durchaus die Versuche, Laplace'sche Dämonen zu installieren, und zwar mit Hilfe von Big Data. Unser Verhalten ist innerhalb gewisser Grenzen vorausberechenbar. Dahinter verbirgt sich das Geschäftsmodell von Google und Co. sowie von der NSA. Und es muss uns auch klar sein, dass der Mensch durch Big Data zunehmend manipulierbar ist. Das heißt, es ist gut möglich, dass Amazon früher darüber Bescheid weiß, dass eine Frau schwanger ist als diese Frau selbst, nämlich aufgrund des Suchverhaltens auf der Plattform. Und es gibt den Bericht, dass ein amerikanisches Kaufhaus einer Kundin schon die Gratulationskarte zur Schwangerschaft geschickt hat, aufgrund ihres Einkaufsverhaltens, bevor diese Frau sich bewusst war, dass sie überhaupt schwanger ist. Das heißt, es gibt bestimmte Verhaltensmuster, wenn die registriert werden und statistisch ausgewertet werden, kann eine Korrelation gefunden werden,
die festlegt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Mensch sich in gewisser Weise so oder anders verhält. Daraus kann Nutzen gezogen werden, aber auch eventuell Schaden generiert werden, auch je nachdem, auf welche Seite man sich schlägt. Die Polizei würde zum Beispiel wahrscheinlich möglichst gerne über alle Menschen möglichst viel wissen, damit in Zukunft zumindest hochintelligente Computerprogramme in der Lage sind, vorherzusagen, wie wir uns verhalten. Das ist ja in der schönen neuen Welt von Huxley teilweise so, dass man sozusagen schon im Voraus weiß, diese Menschen werden eventuell eine große Tendenz haben, sich kriminell zu entwickeln, und dann werden sie vorsorglich, bevor sie je ein Verbrechen begonnen haben, ins Gefängnis gesteckt. Das sind zumindest ethische Fragen, die da aufgeworfen werden. Das kann begrüßt werden, weil es dem Schutz der Gesellschaft dient. Es ist aber auch sehr problematisch, wenn Leute eingesperrt werden, die vielleicht in ihrem Leben niemals selber tatsächlich kriminell geworden wären. Dies nur als Beispiel, was bei Big Data auf uns zukommt. Das sind also die realen Laplacian Dämonen, die heutzutage installiert werden. Das ist die statistische Auswertung wahnsinnig vieler Daten und das Bilden von Korrelationen. Das hat mit Kausalität wenig zu tun. Wir wissen ja, dass in Dörfern, in denen es viele Störche gibt, da werden mehr Babys geboren. Aber eine Korrelation ist keine Kausalität. Aus den Störchen folgt eben nicht, dass man viele Babys in diesem Dorf hat. Dann ein weiterer Punkt für die Diskussion. Ich will ja auch nicht so lange reden und möchte gerne auch die Meinung der Zuhörer zur Thematik möglichst bald hören. Was wir auch diskutieren sollten, wäre, wenn wir also der Meinung sind, dass es nicht der Zufall ist, der unsere Freiheit garantiert, dass wir frei sind, weil wir ein subjektives Gefühl der Freiheit haben, aber trotzdem kausal funktionieren und eventuell, weil wir in unserem inneren Weltmodell Entscheidungen treffen, bevor wir die in Handeln umsetzen, können wir die Frage stellen, ist es möglich, auch autonome Maschinen zu konstruieren? Zum Beispiel einen Rover auf dem Mars, den wir ja gar nicht direkt steuern können, weil die Zeitverzögerung da viel zu lange wäre, wegen der begrenzten Lichtgeschwindigkeit. Könnten wir einen Rover auf dem Mars konstruieren, der intrinsisch verursachte Entscheidungen entsprechend seiner einprogrammierten Ziele treffen könnte? Sowas können wir diskutieren, und können wir dann eine solche Entscheidung in unserem Sinne als frei bezeichnen? Also dieser Rover könnte ja sagen, ich tue das, was mir gefällt, und was mir gefällt, wurde mir einprogrammiert. Aber okay, das ist ja bei uns auch so, was uns gefällt. Die elementaren Ziele unseres Verhaltens, habe ich ja am Anfang schon genannt, die sind uns auch einprogrammiert und fest in unserer Gehirnverkabelung vertratet. Über solche Probleme können wir diskutieren. Ich möchte kurz meine Thesen zusammenfassen. Ich bin Naturwissenschaftler und gehe davon aus, dass die Naturgesetze immer gelten. Es gibt die subjektive Freiheit und die Kausalität, die sind kein Gegensatz. Zwischen tierischen und menschlichen Gehirnleistungen gibt es Kontinuität. Das subjektive Gefühl der Freiheit ist an die Planung von Handlungen gekoppelt. Unsere Entscheidungen werden zum Teil unbewusst getroffen. Hier können wir manipuliert werden.
Wir sind als Person für geplante, bewusste Entscheidungen ohne Druck verantwortlich. Es wird meines Erachtens, aber das ist durchaus umstritten, Roboter geben, die ihre Handlungen planen und sich entsprechend ihrem inneren Bewertungsmaßstab entscheiden werden. Das entspricht unseren freien Entscheidungen. Ein ganz wichtiger Punkt aber, und das ist das Verdienst von Werner Heisenberg, das ist, die Zukunft ist im Detail von niemandem voraussagbar. Die Zukunft ist also offen. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt in dieser Diskussion. Gut, damit komme ich jetzt hier zum Ende meines Vortrags und ich würde mich jetzt freuen, wenn möglichst viele sich an der Diskussion beteiligen. Und dazu ermögliche ich jetzt allen, sich selber die Stummschaltung aufzuheben. Jetzt bin ich mal gespannt, wer sich zuerst zu Wort melden wird. Naja, ich kann ja mal den Sündenbock spielen. Werner 777. Bisschen lauter. Ich kann ja den Sündenbock spielen. Ich bin der Werner. Vielleicht kann ich auch lauter stellen. Ich weiß nicht, muss ich mal gucken. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel zwei Fragen. Wie stellst du dich zu Lebewesen, die kein Gehirn haben und trotzdem diffizile Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel Einzeller und Silizium? Und die zweite Frage, es ist zwar sehr schön, dass man im Hirn messen kann, dass wo die Impulse ausgehen, aber wer macht die Impulse? Darum geht es doch. Es geht doch nicht darum zu wissen, wo die Impulse sind, sondern wie werden die Impulse verursacht? Sind so mal die ersten zwei Fragen. Okay, danke. Also zunächst mal sehe ich natürlich schon eine Abstufung der Lebewesen. Jemand, der sich auch viel und gerne mit der Evolution beschäftigt hat, der sieht natürlich, dass im Laufe der Evolution die Komplexität immer weiter zugenommen hat. Und die Komplexität, gerade im Tierreich, äußert sich natürlich vor allem auch an der Zunahme des Gehirns. Als Student noch und auch als Schüler noch habe ich sehr gerne Teilhard de Chardin gelesen. Und das war ja ein Jesuitenpater, der von der Evolution überzeugt war und der auch in der Evolution eine Richtung gesehen hat zu immer mehr Komplexität. Der hat einmal auch die Entstehung von Bewusstsein mit einem wunderschönen Beispiel beschrieben, das ich doch gerne auch erwähnen möchte. Und zwar ist dieses, man erhitzt einfach einen Topf mit Wasser und der wird immer wärmer, aber es passiert sehr lange gar nichts. Dann irgendwann fängt das zu sieden an und plötzlich bei 100 Grad kocht der ganze Topf. Man hat sozusagen einen Qualitätssprung. Und das sagt er auch, von der Quantität zur Qualität. Das heißt, wir bauen immer komplexere Gehirne, die werden immer komplexer. Und irgendwann haben wir auch einen Qualitätssprung. Die bekommen neue Eigenschaften und neue Fähigkeiten. Und wir können zwar keine scharfe Grenze ziehen, wann Bewusstsein im Tierreich zum ersten Mal auftritt. Das kann man je nach Geschmack wahrscheinlich an ganz unterschiedlichen Grenzen ziehen. Das sollten wir vielleicht auch gar nicht versuchen. Und wir sollten akzeptieren, dass wir einfach in der Biologie keine scharfen Definitionsgrenzen haben, sondern dass wir in der Biologie
fließende Grenzen haben. Und auch der Aufstieg der Lebewesen zum Bewusstsein und zum Selbstbewusstsein ist ein fließender Prozess. Wir selber sind uns ja auch keineswegs jederzeit selbstbewusst. Also ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, nach der Pensionierung schickt mich meine Frau zum Einkaufen. Ich steige ins Auto und lande am Parkplatz vom Institut und stelle mir die Frage, was willst du hier? Das heißt, ich war in Gedanken, bin automatisch völlig unbewusst Auto gefahren und bin die normale Route zum Institutsparkplatz, bin mir überhaupt nicht bewusst gewesen, dass ich dorthin fahre, dass ich überhaupt Auto fahre. Ich weiß heute nicht mehr, woran ich tatsächlich gedacht habe, aber offensichtlich an was Wichtiges, was meinen Kopf beschäftigt hat, aber nicht meine Motorik. Das heißt, wir sind ja auch sehr viele. Es gibt ja einen Philosophen, der ein Buch geschrieben hat. Also das Unbewusste regiert auch unser Verhalten sehr häufig. Und wir sind uns selbst ja nicht immer bewusst. Und auch wir tauchen manchmal aus einem Dämmerzustand auf und werden uns wieder bewusst und selbstbewusst. Also auch wir tauchen nur ab und zu an die Oberfläche des Bewusstseins. Das wollte ich damit sagen. Es gibt fließende Grenzen. Also ich schätze auch Einzeller sehr hoch, weil ohne Einzeller gäbe es uns nicht. Nicht nur, dass wir von ihnen abstammen, sondern in uns leben auch sehr viel mehr Einzeller, als wir selber eigene Körperzellen haben. Sie wissen ja vielleicht, dass allein in unserem Darm mehr Bakterien leben, als wir Körperzellen haben. Also ich schätze Einzeller sehr hoch ein und möchte auch die Wertschätzung für das Leben nicht durch eine scharfe Definitionsgrenze setzen, sondern möchte dem Leben als Ganzes Wertschätzung entgegenbringen. Das hat leider meine Frage nicht beantwortet. Und zwar ist es so. Die zweite Frage, woher die Aktivität Ich hätte gerne noch mal die erste vertieft. Und zwar, der Einzeller behandelt Silizium in einer Weise, wie wir es nicht können. Der Einzeller vermehrt sich, indem er sich teilt und nach der vierten Teilung durch Paarung sich wieder verpaart und entscheidet, dass er sich mit keinem paart, den er vorher geteilt hat. Das heißt, er hat Entscheidungen und hat kein Gehirn, überhaupt keines. Der macht sie im Deutschen Museum in München, gibt es eine hervorragende Gehäusesammlung von Einzellern, die versucht man zum Teil nachzubauen, zum Beispiel bei Radwegen. Dann, was die zweite Frage angeht, es geht mir nicht so sehr darum, dass man feststellt, wo die Entscheidung im Gehirn getroffen wird und auf welchen Wege, aber wo wird veranlasst, dass diese Entscheidung getroffen wird. Das ist doch der springende Punkt. Was mir auch fehlt bei der ganzen Sache, ist der Faktor Zeit. Wir können natürlich nicht in der Zeit voraussehen, aber ich will nicht zu weitschweifig werden. Also das Ganze, die Verhaltensanalyse oder wie wird Verhalten generiert, ist ja eine relativ komplexe Angelegenheit. Wir können da tatsächlich nicht so sehr ins Detail gehen. Aber es gibt für verschiedene Verhaltensweisen sogenannte Bereitschaftspotenziale, die sich mit der Zeit, die miteinander auch konkurrieren, die sich mit der Zeit aufbauen. Also das sind, also bei tierischen Organismen ist zum Beispiel ganz einfach, wenn wir zu wenig Nahrung haben, dann richten wir unser Handeln darauf aus, auf den Nahrungserwerb. Wenn wir Durst haben, richten wir unser Handeln auf den Erwerb von Trinkwasser. Wenn wir wenn es uns zu kalt wird, dann suchen wir wärmere Gefilde auf, etc. Das heißt,
Die Umwelt und der physiologische Zustand hält uns nie in einem Gleichgewicht. Wir sind immer in einem Ungleichgewicht und versuchen, das immer auszugleichen. Das heißt, wir versuchen, den Hunger zu stillen, den Durst zu löschen und die Triebe zu befriedigen auf irgendeine Art und Weise. Und das ist zunächst mal der Antrieb, dass wir überhaupt etwas tun. Und wie wir dann diese Ziele erreichen, da sind teilweise sehr viele Unterziele notwendig, die wir ansteuern müssen, um die Hauptziele dann später mal zu erreichen. Das Ganze ist komplex und da können wir natürlich nicht jetzt auf die volle Komplexität eingehen. Gut, vielleicht gibt es auch noch von anderen Anmerkungen. Ja, dann mache ich weiter. Kann man mich hören? Ja, man kann dich hören. Genau. Ja. Okay, ich bin die Monika und ich, also vielen Dank für den interessanten Vortrag. War sehr wissenschaftlich und hat, ich konnte mir viel notieren. Und ich finde in dem Zusammenhang eben auch sehr interessant, das Thema von einer geistlichen Seite noch zu sehen, bin ich drauf gekommen. Also es hat mir sehr gut gefallen, in einem der unzähligen Interviews von Geistheiler Sananda heißt er, ist auf dem Kanal Unglaubliche spirituelle Wahrheiten, falls es jemand nachschauen möchte. Und er hat das vereinfacht gesehen, so ausgedrückt, dass dieses Bewusstsein, also sprich, wo die Entscheidung getroffen wird, die liegt immer bei einem selber. In Bezug auf die Götter sozusagen, ja, dann könnten die ja alles vorbestimmt haben. Das ist so nicht, ja, nach seiner Aussage so nicht gewollt, dass er die Entscheidung fällt, sondern er gibt uns die Möglichkeit, unsere eigenen Erfahrungen zu machen und überlässt die Entscheidung letztendlich bei uns. Und dann stellt sich eben halt die Frage, wie ist es, also ist es eine Herzentscheidung oder eine Kopfentscheidung? Und das, also kennt man vielleicht auch vom Alltag her, so, okay, wie entscheide ich mich jetzt so oder so? Das, so vieles spricht dafür und so viel spricht dagegen. Und das hat mir halt einfach ganz gut gefallen, einfach sich das vereinfacht so darzustellen. Also ich fand diesen wissenschaftlichen Aspekt super interessant. Und aber eben runtergebrochen sozusagen, also es ist nicht unbedingt vorbestimmt, was passiert, auch egal zu welchem Zeitpunkt das davor passiert, sondern dass wir die Möglichkeit haben, unsere eigenen Erfahrungen zu machen, je nachdem, welchen Weg wir einschlagen wollen. Also sprich, man stellt sich die Frage für sich selber im Bewusstsein, wer bin ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin, also was möchte ich erleben. Ich weiß nicht, kam das ungefähr rüber, was ich ausdrücken will? Ja, also wo ich drüber gestolpert bin, über Kopf- und Bauchentscheidungen. Ich bin der festen Auffassung, dass auch die Bauchentscheidungen im Kopf getroffen werden. Also die Herzentscheidung hatte ich gemeint, weil ich glaube, auch ist nochmal irgendwie vom Gefühl her auch, anderes. Auch die Herz- und Bauchentscheidungen werden im Kopf getroffen. Das ist meine persönliche Meinung. Ja. Wo man dann auch sagen könnte, irgendwie rechte Gehirnhälfte und linke, weil die wird ja auch nochmal unterteilt in logische und kreative. Ja. Richtig? Ja, und auch das könnte so damit in Verbindung stehen. Ja, auch der, es spielen ja nicht nur rationale Argumente in unserem Leben eine Rolle, sondern die Hormone sind bei jedem von uns eigentlich sehr viel wichtiger als die Ratio. Und das merkt man ja auch an vielen Diskussionen, dass die Ratio eine untergeordnete Rolle spielt und eigentlich sozusagen die ja auch andere Faktoren, die wir uns nicht so bewusst machen. Ich meine, ich habe ja nicht verneint, dass unbewusste Faktoren bei unserer Entscheidungsfindung eine riesige Rolle spielen. Das möchte ich nicht verneinen.
Aber bei den ganz wichtigen Entscheidungen, denke ich doch, versuchen wir vermehrt auf die Ratio zu achten. Natürlich untermalt und auch unterstützt. Also wenn Herz, Bauch und Ratio übereinstimmen, dann sind wir immer in einer sehr glücklichen Situation, sagen wir es mal so. Ja, das denke ich auch. Weil man kennt auch das Gefühl, wenn man sich eben in Bezug auf das Gezwungensein, wenn man sich dann halt zu etwas in gewisser Weise überreden lässt, dass man dann auch richtig Bauchschmerzen davon bekommt. Also da kann dann auch einfach was nicht stimmen. Also so hätte ich es jetzt auch mal. Also um dem einfach zuzustimmen, so war es gemeint. Also ich möchte noch mal einen Gedanken von dem Hassenstein vielleicht ausführen. Der Hassenstein hat die Freiheit des Willens auf der Programmebene des Gehirns gesehen. Wir sind auf der Programmebene, so hat er das auch wörtlich formuliert, nicht mehr an die Naturgesetzlichkeiten gekoppelt. Also wir können ja tatsächlich, das stellen wir immer in Träumen fest, wenn das Gehirn nur mit sich selber beschäftigt ist und keinen Output von außen hat und auch die Stringenz in Bezug auf Realität sozusagen abgelegt ist. In Träumen können wir völlig irrational losassoziieren. Und Hassenstein hat gemeint, auf der Programmebene sind wir in der Lage, uns von sehr vielen Zwängen zu befreien. Da würde die Freiheit liegen. Darf ich dazu was sagen? Also erstmal glaube ich, erstmal gibt es kein Zentrum in dem Sinne. Wir haben ja ein vegetatives Nervensystem. Und aufgrund meines Übergewichts kämpfe ich dagegen jeden Abend vor dem Kühlschrank. Und manchmal gewinnt es eben. Und das hat dann nichts mehr mit Ratio zu tun, weil ich weiß, eigentlich dürfte ich jetzt nichts rausnehmen. Die andere Theorie, erstmal für mich ist das Herz eine Bombe, um das Blut im Kreislauf zu halten und nichts weiter. Ich weiß aber, was damit gesagt werden soll. Ich glaube eher, es handelt sich um ein mitteleuropäisches Wohlstandsdenken, um uns das Leben so zurechtzulegen, dass es uns einigermaßen gut geht und wir keine Psychoprobleme bekommen. Denn ich finde die ganzen religiösen Sachen, wie vorhin hast du das Wort Hölle erwähnt, das sind menschliche Fantasien. Keiner war da, keiner ist jemals wieder zurückgekommen und weiß, was war. Und deswegen kann ich ganz locker ohne damit leben und ohne mir damit Druck zu machen. Darum geht es nicht. Ich habe das ja auch aus historischen Gründen erwähnt. Ja, ja, klar. Das ist ja nicht unbedingt, dass ich jetzt angesehen werde als jemand, nein, der das sehr hochhalten würde. Nein, nein, klar. Ich würde mich gerne mal einklinken. Gerne, ja. Also, lieber Karl, vorerst herzlichen Dank. Das war hochinteressant. Viel Stoff und auf die Schnelle gar nicht alles zu begreifen. Du hast geendet mit dem Fazit, Zukunft ist im Detail von niemandem voraussagbar. Da setze ich ein Fragezeichen. Natürlich wissen wir die Gesamtzukunft nicht, aber ich will bloß das kleine Beispiel von den Affen, das du gezeigt hast, mal anführen. Ist da nicht Zukunft voraussagbar, indem der Affe überlegt hat, wenn dann, wenn ich die eine Kiste auf die andere stelle, dann kann ich künftig diese Banane erreichen. Simples Beispiel. Das ist die eine Frage, die ich habe, wie das zu sehen ist, Richtung planbar. Und die zweite Frage geht in die Richtung Intuition, ein Begriff, den du nicht gebraucht hast. Intuition im Zusammenhang mit Entscheidungen und daraus folgernd möglicherweise auch Umwege, die wiederum einen Lernprozess initiieren.
Also diese beiden Aspekte würde ich gerne mal zur Diskussion stellen. Okay, zur Intuition ist sicher etwas, das man jedem von uns wünschen kann bei wichtigen Entscheidungen, weil die notwendig ist. Wir kennen nicht immer alle Informationen, die notwendig sind, um voll durchrationalisierte Entscheidungen treffen zu können. Und Intuition sammelt wahrscheinlich, ich verstehe das so, das sind unbewusste Informationen, die nicht den Weg bis in unser Bewusstsein geschafft haben, die uns aber trotzdem helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Also zum Beispiel, wir haben bei einer Entscheidung ein ungutes Gefühl, das kennt ja jeder, und schwenken deswegen eventuell in letzter Sekunde um und entscheiden uns anders und stellen dann fest, dass wir gut daran getan haben. Jetzt kann es natürlich sein, dass das auch mal schief gehen kann. Und das geht ja leider auch manchmal schief. Aber zumindest in den Fällen, wo wir uns dann im Nachhinein vergewissern können, dass wir uns richtig entschieden haben, sagen wir dann, da hatte ich die richtige Intuition. Sozusagen das richtige Bauchgefühl. Ja. Ja. Das hat einfach, dass an unseren Entscheidungen auch Faktoren beteiligt sind, die aus dem Unbewussten kommen und die uns nicht alle bewusst sind. Ja, das haben wir ja zum Beispiel beim Autofahren, nicht? Ja. Wir machen beim Autofahren, du hast selbst ein Beispiel genannt, dass du zum Institut gefahren bist, statt zur Einkaufshalle, intuitiv. Und beim Autofahren passiert ja Folgendes. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass man beim Autofahren innerhalb einer Sekunde im Durchschnitt 13 Entscheidungen trifft. Das ist uns aber nicht bewusst. Das ist aus der Erfahrung heraus, aus der Routine heraus, tun wir etwas, und das Auto fährt und wir fahren auch sicher, aber wir machen uns das nicht bewusst. Vielleicht im Nachhinein. Aber da überlegen wir auch nicht jede Handlung, wann ich nach links, nach rechts ziehe, wann ich schalte, wann ich schneller fahre, wann ich bremse. Da überlege ich gar nicht mehr. Das ist meines Erachtens auch ein Teil Erfahrungsintuition. Fragezeichen. Ich glaube, die 13 Entscheidungen sind viel zu wenig. Ich gehe eher in die Tausende, wenn man bedenkt, wie viele Muskeln man bewegt, wie man das Gehör betätigt, wie man die Augen betätigt. Das sind unzählige Entscheidungen. Da kannst du recht haben. Ja gut, also kommen wir nicht weiter hier. Dann eben nochmal die Frage nach der Planbarkeit. Ich hatte das Beispiel mit den Affen angeführt, aber da könnte man ja vieles anführen. Das ist das alte kybernetische System, wenn dann. Wenn ich das tue, passiert das. Ja, das ist ja ein wichtiger Punkt. Ich habe ja gesagt, dass für mich, für eine freie Entscheidung, wenn ich das Gefühl habe, ein gutes Gefühl habe, ich habe mich jetzt frei entschieden für eine wichtige Sache, dann bedeutet das, dass ich versucht habe, schon im Voraus in meinem internen Weltmodell mir zu überlegen, wie sich so eine Entscheidung auch in der Zukunft auswirken wird. Und das habe ich ja versucht, an dem Beispiel der Schimpansen deutlich zu machen, dass das Tiere auch in der Lage sind zu tun. Die können das auch. Aber es passiert. Sich auch vorher überlegen, wie kann ich das Problem lösen? Man kennt das ja auch von Rabenvögeln. Sind ja nicht nur Säuger, sondern auch manche Vögel sind so intelligent, dass sie in der Lage sind, solches Lernen aus Einsicht. Aber dieses alles geschieht auf Erfahrungswissen. Ja, nein, der Punkt ist ja der Gedankenblitz.
Wenn ich die aufeinander stapel, kann ich die Banane kriegen. Das war ja vorher noch nie durchgespielt. Das ist der wahr. Der zweite Schimpanse, der zuguckt, der kann durch Nachahmung lernen. Der hat es sozusagen einfacher. Aber man kennt ja auch Beispiele, dass irgendwo haben Paviane, glaube ich, angefangen, Kartoffeln im Meerwasser zu waschen. Schmutzige Kartoffeln zu waschen. Das hat einer mal gemacht und dann machen es die anderen nach, weil sich offensichtlich, weil es sinnvoll ist und was bringt. Aber der Erste hat natürlich einen Gedankenblitz eventuell gehabt und hat das im Kopf erstmal sich überlegt, vielleicht auch zufällig. Aber diese Kisten stapelt man ja nicht zufällig unter der Banane aufeinander, sondern das war ein zielgerichtetes Verhalten. Ja. Das erinnert mich an die Paviane in Japan, die erst vor gar nicht so allzu vielen Jahren entdeckt haben, dass es da heiße Quellen gibt und dort ihre Bäder nehmen. Nicht? Das machen sie seit, ich weiß nicht, 30, 40 Jahren. Vorher kannten die das gar nicht. Und heute ist das üblich unter diesen Tieren. Nicht? Also das sind alles solche Dinge, die auch auf Erfahrung, auf Beobachtung basieren. Ja, ja gut. Also ich würde vielleicht noch eine letzte Sache anführen wollen. Und zwar die Frage der Philosophie im Zusammenhang mit dem Willen. Das ist natürlich hier nicht zum Ausdruck gekommen, aber du hast begonnen zunächst damit, dass alles vorbestimmt sei. So ist es natürlich nicht. Und ich wollte daran erinnern, an einen Bibelspruch, der ganz vorne in der Bibel steht, wo es also um die Vertreibung da aus dem Paradies geht. Und dort heißt es in etwa, dass den beiden, die da aus dem Paradies nun hinausgehen mussten in die Welt, gesagt wurde, macht euch die Erde untertan. Das heißt für mich, umgesetzt, sie sollten die Welt, die Umwelt und das Leben willentlich und bewusst gestalten. Also ein Auftrag. Und nicht, dass alles vorbestimmt ist, sondern schaut es euch an, seht zu, wie ihr damit zurande kommt und macht was daraus. Und das ist, glaube ich, der Auftrag der Menschheit insgesamt. Auch beim Willen, beim bewussten Willen und bei jeder Entscheidung. Also dem möchte ich heftig widersprechen, denn die Bibel ist ein Buch, das von Menschen geschrieben wurde und Menschen haben sich das ausgedacht. Dem deshalb einen höheren Wert zuzusprechen, in diesem Auftrag wurden so viele kriminelle Vergehen in der Geschichte der Menschheit gemacht, dass ich dem in keinster Weise zusprechen kann. Das ist ein menschliches Produkt und hat keinen übergeordneten Wert. Ist deine Auffassung, gehe ich mit, ist in Ordnung. Ja. Ich habe eine andere. Gut. Ja. Also das mit dem Menschen geschaffen, also die Religionen Menschen geschaffen, dem stimme ich schon auch zu. Aber ich denke, die Aussage von, ich hoffe, ich sage es richtig, Sirdal, ja. War lediglich die Interpretation von dem, was er gelesen hat. Also wie er das eben versteht. Und das ist, glaube ich, sind zwei unterschiedliche Sachen. Ja, ich habe es als Auftrag. Genau, und ich denke, also das ist ja völlig in Ordnung, weil wie man das halt selber auffasst und was man selber daraus macht, wie man das halt liest, das ist ja dann wieder eine Eigenkreation. Ja. Aber dem anderen stimme ich insofern dazu, dass die Religionen und vieles, was in der Bibel steht, schon auch ja nicht ganz 100% ist. Aber wie es bei einem jetzt halt ankommt und was man daraus macht, das ist wieder was anderes. So würde ich das halt verstehen. Ja, ich hatte noch vergessen, es gibt natürlich tolle Bücher zu die sind alle nicht identisch mit dem, was ich erzählt habe, aber die sind jeweils für sich überlappend mit der Thematik. Das ist einmal von dem von dem Francis Crick, die erstaunliche Hypothese, gibt sicherlich auch auf Deutsch. Dann gibt es von dem Christoph Koch, Bekenntnis eines Hirnforschers, mehrere Bücher zum Bewusstsein und von seinem Freund Giulio Tononi gibt es dieses Buch Vieh.
Das ist ein wunderbares Buch, kann ich also jedem nur empfehlen. Das habe ich allerdings noch nicht übersetzt gefunden. Und Gerhard Roth, Wie das Gehirn die Seele macht, ist auch auf jeden Fall lesenswert. Lieber Karl, wenn die Gentherapie dazu führen kann, dass wir zum Beispiel bestimmte Krebsarten beherrschen können, dann sind wir ein großes Stück vorwärts gekommen. Und da hoffe ich, dass da sich vieles tun wird auf diesem Gebiet. Da wird sich vieles tun. Und da sind ja gerade diese Messenger-RNA-Impfstofffirmen, die sind ja eigentlich entstanden, um gegen individuelle Krebsarten persönliche Impfstoffe zu entwickeln. Dafür sind die eigentlich gebaut worden, die Firmen. Und da kann man drauf hoffen, dass da sehr viel passiert. Ja. Aber ethisch rast es doch auf uns zu, dass irgendwann Leute losziehen und sagen, hier, ich möchte mein Designer-Baby, das hat blaue Augen, das hat rote Haare und das hat diese Art Teint. Und ich möchte minimiert wissen, die Chance dafür, dass es homosexuell wird. Das ist etwas, was passieren wird. Ja, das ist ein Problem. Also als Anspruch. Ob und wer dann anschließend sagt, ja, weißt du was, über die blauen Augen können wir reden, aber das mit der Sexualität, da mischen wir uns mal nicht ein. Ja, da müssen aber ein paar echt... Wenn das bei Menschen so einfach wäre. Leute her. Wenn das bei Menschen so einfach wäre wie bei der Fliege, ich vermute eher nicht. Das wird wahrscheinlich kein einzelnes Gen sein. Das wird ein sehr komplexes Muster sein. Das sind wir doch froh, dass es kommt auf uns zu. Sind wir doch froh, dass es nicht der Fall sein wird. Ja, doch wird es. Ja. Woher wissen Sie das? Nee, aber das widerspricht. Der Anspruch wird gestellt werden. Wenn du meine Entwicklung Augen ist ja meines so Kindes blau machen kannst, Richtung, dann kannst du den auch dass man das vermuten der Chance kann. Geringer halten, dass er homosexuell wird. Dieser Anspruch ja, wird formuliert werden. Ja, also dass das formuliert werden könnte, so ein Wunsch, ist natürlich Realität. Damit muss man, wenn man nicht blind ist, das muss man meines Erachtens auch sehen. Da muss man dann als Gesellschaft darauf reagieren. Und ich hoffe, dass ein vermehrtes Wissen nicht nur dazu führt, sondern eventuell auch sehr gute Argumente an die Hand gibt, solche Tendenzen abzuwehren. Oh ja, bitte. Aber wie gesagt, die Zukunft ist offen und die kann niemand genau vorhersehen. Wir können nur vorhandene Entwicklungstendenzen in die Zukunft verlängern, aber wir haben keine Ahnung, was an Innovationen auf uns zukommt noch, die wir halt gar nicht am Schirm haben. Das widerspricht dann aber unserer These vom freien Willen, denn der dann mit blauen Augen geboren wird, der hatte die vielleicht nie gewollt. Oder dass er frühzeitig zum Beispiel geimpft wird, das kann er ja auch noch nicht entscheiden. Also ja, aber das geht den Leuten heute auch schon so. Also von daher, die laufen ja ständig rum und sagen, hier, gib mir die richtigen Kontaktlinsen oder laser mir die doofen braunen Pigmente da weg. Das haben wir jetzt schon. Ja, eben. Ich denke, das sind ja Bereiche, die nicht direkt mit dem freien Willen etwas zu tun haben. Eltern bestimmen immer über gewisse. Also wenn das Kind geboren ist, gehen wir jetzt nicht in pränatale Bestimmungen rein, aber danach wird bestimmt, welche Schulbildung, welche Religion und das so weiter. Und da werden Entscheidungen getroffen. Der freie Wille des Kindes besteht ja darin, dass es die Möglichkeit hat, sich von diesem Nach möglichst bestem Gewissen eben auch. Und der ist aber auch, und der ist natürlich auch beeinflussbar, so wie im Vortrag auch schon erwähnt worden ist. Das ist halt die Gefahr. Ich würde gerne reden, aber ich würde gerne meinen Satz zu Ende bringen. Das wäre, finde ich, sehr freundlich, wenn ich das dürfte. Ich denke, der freie Wille besteht dann darin, dass der Mensch, dem eine Religion, dem eine Erziehung oder irgendwas auferlegt wurde, sich auch davon distanzieren kann. Natürlich findet da auch eine Prägung statt, aber das prinzipielle Frage der Willensfreiheit, die jetzt in dem Vortrag auch besprochen wird, ist ja auf einer ganz anderen Ebene als diese Bestimmungen, die dann über den Menschen durch die Erziehung, durch die Umwelt kommen. So, danke fürs Zuhören. Sehr richtig. Ja, ich glaube auch, dass wir ein bisschen abgeschwiffen sind. Und zwar
was mich bewegt, ist zum Beispiel dieser sogenannte freie Wille. Wenn wir ein kleines Beispiel nehmen, was mir nämlich da fehlt, ist auch die Verbindung mit der Zeit. Wenn man vor sich auf dem Schreibtisch einen Bleistift liegen hat, man kann dann, glaubt, frei entscheiden zu können, ob man den Bleistift aufhebt oder liegen lässt. Und dann entscheidet, dass man ihn liegen lässt, dann hat man einen Bruchteil von einer Sekunde später nie die Freiheit gehabt, den aufzuheben, weil er ja immer noch liegt. Die Zeit ist vorbei, wo man den freien Willen hatte. Danke. Darf ich da vielleicht einmal einhaken? Gerne, ja. Ich bin heute das erste Mal da und bin mit der Technik noch nicht so vertraut. Aber erstmal guten Tag und danke für den Vortrag. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Vorgängerin oder den Vorgänger, Entschuldigung, freie Wille und Bleistift. Und zwar erinnert mich oder hat mich sehr beeindruckt, und ich habe auch schon davon gehört, von dieser Zeichnung, dass im EEG ein Zwischenraum besteht zwischen der bewussten Entscheidung, die mir dann bewusst wird, ich hebe den Bleistift auf oder was anderes, und dass schon ein Zeitraum, ein sehr kurzer Zeitraum vorher schon die Entscheidung in meinem Gehirn, wo auch immer, schon getroffen war, ich hebe den Bleistift auf, aber erst dann bewege ich auch die verschiedenen Muskeln, Augen und so weiter, was Sie, Herr Fischbach, genannt haben. Woher kommt, das frage ich mich, dann dieser Impuls, der mir völlig unbewusst ist, zum... Also in dieser Laborsituation ist es ja so, dass die Probanden die Aufgabe gestellt bekommen hatten, zu gewisser Zeit den Finger zu bewegen. Ja. Und das Gehirn sozusagen, dass dieser informationsverarbeitende Apparat in unserem Kopf, der wälzt halt ständig seine Gedanken, das heißt seine elektrischen Impulse. Und das Spannende ist, dass der eben offensichtlich dieses Gehirn informiert, hat diese Information, dass es in dieser Laborsituation was zu tun hat, mhm, und sammelt dann sozusagen seine Aktivität, um nun irgendwann diesen Finger zu kommen. Und das Entscheidende im Experiment ist ja tatsächlich, dass dem Probanden, dass er den Finger krümmt, ihm ja erst später bewusst wird. Das heißt, die Entstehung der Entscheidung, die anfängliche Entstehung läuft völlig im Unbewussten ab. Das verstehe ich sehr gut. Und das ist auch völlig ungefährlich, zum Beispiel bei dem Aufheben des Bleistiftes. Aber es könnten ja viel schwerwiegendere Entscheidungen anstehen, die ich dann entschieden habe, oder die bei mir schon ein Teil meines Unterbewusstseins vorentschieden hat, ehe ich das dann auch bewusst ausführe. Ja, also ich könnte mir, nennen wir ein anderes Beispiel. Stellen wir mal vor, wir würden noch im Urwald leben. Dann gäbe es sehr viele Situationen, wo wir ganz blitzartig die Flucht ergreifen, ja, würden, wenn wir eine Schlange sehen oder so. Und da ist es eventuell wichtig, dass wir reagieren, bevor wir uns bewusst sind, dass da eine Schlange ist. Das heißt, das Unbewusstsein nimmt sehr viel früher die Gefahr wahr und leitet dann automatisch die Flucht ein. Und uns wird das sowieso dann erst später, werden die Handlungen kommen dann ins Bewusstsein. Also, ich würde mich gegen den Dualismus wehren, der dadurch entsteht, bewusst und unbewusst, oder wie die Entscheidung entsteht, weil ja, ich bin eine Person. Und wenn ich zum Beispiel an einem Schaufenster vorbeigehe, also ein Erlebnis, ich verspüre eine Gänsehaut und dann schaue ich rein und sehe, dass da drin Schlangen sind, dann
hat, ob mein Unbewusstes oder was auch immer, aber ich habe diese Entscheidung getroffen und das bin ich und nicht jemand anderes. Und aber wenn es mir dann nachher bewusst wird, dass ich dann gucke und denke, was war die Ursache jetzt? Wieso habe ich so reagiert? Aber Margit, immer noch keine Trennung. Mhm. Darf ich nochmal, geschwind was, Entschuldigung, Herr Fischbach, was das, mit dem, also das Beispiel Bleistift oder das Beispiel Schlange im Schaufenster oder im Zoo, klar. Aber ich finde, es gibt schwerwiegendere Dinge, die mich oft betreffen oder die ich mir überlege. Viele Menschen sehen in Filmen oder im iPad, in irgendwelchen Programmen, also solche Gewaltfilme. Und da ist die Frage, ist da nicht da schon auch im Bewusstsein oder im Unterbewusstsein, wo auch immer, braucht man ja keinen Dualismus machen, ist da nicht dann schon auch so eine Art Gewaltbereitschaft oder Möglichkeit der Gewaltbereitschaft vielleicht schon mal im Gehirn durchgespielt und im konkreten Falle handelt, ja, habe ich vielleicht schon gehandelt, wie ich eigentlich bewusst nicht handeln wollte oder, na, das ist jetzt unklar ausgedrückt vielleicht. Ich habe es bereits geschrieben, das ist ein Ding, das knallt uns direkt auf etwas, das nennt sich Amygdala. Das ist diese Flucht- oder Kampfentscheidung. Das ist der Stress. Nein, das ist einfach eine Flucht- oder Kampfentscheidung, die frühzeitig getroffen wird, bevor wir bewusst irgendetwas wahrnehmen. Das heißt, irgendwelche Schließmuskeln gehen auf, damit wir lockerer, schneller laufen können und so weiter und so fort. Das passiert wie ein Automatismus, wie eine Routine, gegen die wir fast keine Maßnahmen haben. Wenn wir also an dieser Schlange im Schaufenster vorbeigehen, dann, klar, kommt diese Gänsehaut. Das ist in uns auch ein ordentliches Stück weit, wahrscheinlich sogar genetisch, einprogrammiert. Und das ist positiv. Ein Beutegreifer. Ich muss mich irgendwie verhalten und einfach nur stehen bleiben. Schlechte Idee. Ja, weil Überleben, naja, super Sache. Und das ist alles, was da passiert. Unser Bewusstsein oder irgendwelche Entscheidungen spielen dabei fast keine Rolle. Und ich schwäche das extra mit diesem Fast ab, weil je nachdem haben wir ja auch gelernt, vielleicht diese paar Millisekunden zu verzögern, um eine Entscheidung zu treffen, wie zum Beispiel beim Autofahren, trete ich auf die Bremse, weil die Ampelschaltung rot wird, oder aber trete ich das Gas durch, um vielleicht noch schnell rüberzukommen. Das sind die Entscheidungen, auf die wir vielleicht durch Erfahrungswerte und solche Dinge noch ein bisschen Einfluss nehmen können. Aber ansonsten hat die Amygdala da die absolute Dominanz und da machst du nichts dran. Also ja, ich bin noch nicht ganz beruhigt, aber ich möchte das Thema jetzt nicht weiterführen. Es ist etwas Persönliches, was mich schon oft umtreibt, ja. Danke. Ja, sorry, dass ich da jetzt auch so energisch war. Was Oliver da gesagt hat, ist auch ein anderer zeigt einen sehr interessanten Gesichtspunkt auf. Ich hatte ja kurz ein Gehirn gezeigt, das so rotiert ist und erwähnt, dass das Gehirn sehr viele Unterstrukturen aufweist, strukturiert ist. Und tatsächlich gehen viele Nervenbahnen, die gehen am Großhirn einfach auch vorbei. Und besonders so Fluchtreflexe, die sind ja auf Schnelligkeit selektiert. Da muss ja was ganz schnell passieren, die gerade diese so reflexhaftes Verhalten. Und das zeigt auch, dass nicht alle Nerventätigkeit mit Bewusstsein assoziiert ist. Und das ist eine der ganz großen Fragen in der Bewusstseinsforschung. Ist Bewusstsein tatsächlich lokalisierbar? Kann man bestimmten Gehirnarealen, sind die vielleicht besonders wichtig für Bewusstsein? Also Rückenmark, wir wissen ja, dass Querschnittsgelähmte, die haben ein ganz normales Innenleben, wie wir auch. Das Rückenmark kann es also nicht sein. Das Kleinhirn, es gibt Menschen ohne Kleinhirn, die haben motorische Schwierigkeiten, die sind aber
natürlich haben die Bewusstsein. Es gibt Menschen, die sind erblindet, weil die Sehkortex eine Verletzung hat und die sind, haben auch weiterhin Bewusstsein. Das heißt, die Frage, kann man durch solche Ausschlusslogik vielleicht die Gehirnareale dingfest machen, die nun besonders wichtig für Bewusstsein sind. Und wenn ich zum Beispiel den Christoph Koch richtig verstanden habe, dann ist es schwierig, weil es so zu sein scheint, dass bewusste Prozesse doch immer sich auch dadurch auszeichnen, dass unterschiedliche Areale in der Kortex aktiv sind. Das heißt, unterschiedliche Bereiche des Gehirns, des kortikalen Gehirns müssen miteinander reden, um Bewusstsein entstehen zu lassen. Und das Ganze, die ganze Forschung zum Bewusstsein ist im Fluss, ist aber natürlich durch die bildgebenden Verfahren, dadurch, dass man die Areale sichtbar machen kann, die unter bestimmten Bewusstseinszuständen dann eine höhere Durchblutung haben. Dadurch kann man die dann sehen. Also diese ganze Forschung ist extrem spannend und wahrscheinlich erst wirklich in den Anfängen. Da ist zu erwarten, dass wir in den nächsten 10 Jahren aufregende Neuigkeiten noch lernen werden. Das wollte ich nur gesagt haben. Da stimme ich vollkommen, Entschuldigung, darf ich? Da stimme ich vollkommen überein. Also ich bin das Gegenbeispiel, wenn ich so ein Schaufenster sehe, dann bleibe ich stehen, werde freudig erregt und versuche herauszufinden, welche Art diese Schlange ist. Also das, ich glaube, wir müssen uns darauf einigen, dass das Gehirn zwar wichtig ist, aber nur als ausführendes Organ. Aber wer das bestimmt, dass es diese Reflexe ausführt durch elektrische oder chemische Reaktionen, das werden wir wohl nicht rausfinden. Also Rudi, ganz kurz eine Ergänzung zu dem, was du gesagt hast. Ja. Für mich war das eine ganz überraschende Reaktion, weil ich habe auch schon Ringelnattern mit der Hand gefangen und ich finde Schlangen oder Reptilien faszinierend. Trotzdem ist mir das so passiert, dass ich also da vorbei bin, gedacht habe, was ist das? Und dann habe ich mir die Tiere interessiert angeguckt. Aber diese erste Reaktion, die war wirklich ganz spontan vorhanden. Reflexartig, ja. Entschuldigung, das wird aber vom Thema. Aber Rudi, okay. Wo wir wahrscheinlich Differenzen haben, ist, dass du scheinst auf so einen Dualismus raus zu wollen, wenn du, also ich persönlich glaube, dass Bewusstsein und Gehirnaktivität nicht wirklich separierbar sind. Also das eine gibt es ohne das andere. Es gibt Gehirnaktivität ohne Bewusstsein, aber es gibt kein Bewusstsein ohne Gehirnaktivität. Das ist meine persönliche Auffassung. Aber da will ich jetzt auch keine Mission mit betreiben. Ja, ich stimme dir zu. Ich will aber überhaupt nicht irgendwo raus. Im Gegenteil, ich will von den ganzen Sachen weg. Das heißt, dieses ganze Primborium, was mir in meiner Jugend eingetrichtert wurde, vor allem von der Religion, von der Kirche, was ja dem Machterhalt dient, von diesen menschlichen Gedanken, wer hat sich die Hölle ausgedacht? Das ist ja furchtbar. Versteht? Mir genügt es, dass ich sterbe. Es gibt eines, was wir alle können. Dazu brauchen wir kein Abitur und nichts. Nämlich sterben. Das kann jeder. Und wir wurden auch alle geboren, kann auch wieder, komischerweise interessiert sich niemand, was vor der Geburt war. Und genauso geht es mir nach dem Sterben. Da möchte ich gerne einhaken. Liebe Margit, deine Erzählung eben hat mich auf eine Frage gebracht. Du hast ganz spontan gereagiert. Und dann erst, als dir bewusst geworden ist, was da eigentlich los ist, hast du dich gefangen und hast gedacht, ach, das ist ja gar nichts und so weiter. Bringt mich zu der Frage,
bringen wir auf die Erde, und jetzt sind wir bei der Vorgeburt, bringen wir auf die Erde von Geburt her ein gewisses Wissen mit, das wir nicht verifizieren können, das aber vorhanden ist. Karl hat vorhin davon gesprochen, dass als wir noch in den Bäumen lebten, der Fluchtreflex vorhanden war. Der wurde aber nicht angelernt, der ist da. Woher kommt der? Und das ist die Frage, Elga hat vorhin auch in diese Richtung gefragt, die Kausalität der Aktion. Wo geschieht sie? Woher kommt es? Entschuldigung, warst du fertig? Ja, ich bin fertig. Das ist durchaus eine genetische Angelegenheit. Wir haben über die Jahrtausende, Jahrzehnte und Hunderttausende gewisse Anlagen. Anlagen ausdifferenziert, die es uns ermöglichen, jetzt nicht nur einfach zu sehen, okay, guck mal, da ist dieser grüne Busch, sondern da ist noch eine andere Farbe, Alarm. Ja, Amygdala schlägt an und Sachen passieren. Ja. Und das hat bei uns dazu geführt, unter anderem, dass wir offenbar Grüntöne fantastisch auseinanderhalten können, wesentlich besser als, weiß ich, Blautöne und so weiter und so fort, weil die für uns keine so große Rolle spielten. Das wird im Zweifelsfall eine Mischung wiederum sein. Ich glaube, so ähnlich hat es Karl auch ein bisschen angelegt. Aus dem, was wir an genetischer Disposition mitgenommen haben in unser Leben jeweils und natürlich dann den Erfahrenswerten, die uns durch die Älteren, durch die Eltern und so weiter und so fort beigebracht wurden. Entschuldigung. Und dann mitgenommen oder mitbekommen? Mitbekommen. Danke. Wir übernehmen das, aber es wird uns ja auch proaktiv gelehrt. Ja, aber es gibt einen Verhaltensbereich, in dem dieses angeborene Wissen sehr groß ist und das auch im Tierreich. Und das ist das intraspezifische Sexualverhalten. Das heißt, das Sexualverhalten im Tierreich wie auch bei Menschen. Es gibt sehr viele sogenannte angeborene Mechanismen. Damit meint man, das ist angeborenermaßen eine Verschaltung im Gehirn, die uns gewisse Reizkombinationen als sehr reizvoll ansehen lässt. Mhm. Und wir sind jetzt hier spät abends und alle erwachsen. Also zum Beispiel der weibliche Busen ist ein angeborener auslösender Mechanismus. Das Runde ist einfach eine sehr schöne Form. Das lieben die Männer. Also das sage ich jetzt nur, um dich zu bestätigen, Sörtal, weil du gefragt hast, gibt es auch in der Evolution quasi erworbenes Wissen, das im Gehirn vertratet gespeichert ist. Ja. Und das ist so. Es gibt angeborene auslösende Mechanismen. Dazu gehört bei den Vögeln zum Beispiel, wenn die den Schnabel aufsperren, die Jungvögel haben da so eine bestimmte Musterung und das initiiert bei den Eltern dann, dass die diese Jungen füttern. Mhm. Ja, und solche visuellen Signale. Denken wir an den roten Hintern bei den Pavianen. Das ist auch ein sexuelles Merkmal, dass bei den Pavian-Menschen angeborenermaßen dann auch einen Reiz, für die auch einen Reiz darstellt. Und beim V zum Beispiel, dieses große Rad, ist ein sexuelles Merkmal, mit dem das V-Weibchen beeindruckt werden soll. Und das Weibchen nimmt tatsächlich dieses Rad wahr aufgrund einer festen Vertratung im Gehirn des Weibchens, das sozusagen angeborenermaßen da vorhanden ist schon. Und so nennt man als Fachausdruck angeboren,
angeborene auslösende Mechanismen. Das sind angeborene, das sind Verschaltungen im Gehirn, die auf visuelle oder olfaktorische Signale reagieren, die zum Beispiel der Sexualpartner hat. Lieber Karl, es ist spät geworden. Ich möchte dir jetzt die Brücke bauen, dass wir langsam zum Schluss kommen. Vielen Dank für deinen wunderbaren Vortrag und auch für die anschließende Diskussion, die ich sehr interessant fand auch wiederum. Und ich schließe einfach damit mit meinem Fazit. Bisschen banal gesagt, alles hängt mit allem zusammen. Das soll mein Abschluss sein und ich bedanke mich sehr herzlich. Guten Abend. Danke dir. Guten Abend. Karl, ich wollte dir auch danken für den Vortrag. Ich habe etliches daraus gelernt. Etliches wurde nicht beantwortet, weil ich halt anders denke. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke. Okay.